Sandra, bitte. Wenn diese Narren den Frieden brechen... Dieb! Du musst gerade reden, du hinterlistiger Hund! Ja, und damit erstmal herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Odyssey. Wir sind immer noch hier in Olympia und schauen mal, was es noch hier für Aufgaben gibt. Ob wir vielleicht noch irgendwas rausfinden wegen dieser Kultisten-Scheiße. Wenn ihr nicht aufhört, töte ich euch beide zur Wahrung des Friedens. Nun erzähl mir jemand, was hier vorgeht. Dieser ehrlose Hund hat mich bestohlen! Du nennst mich einen Dieb? Du bist der Dieb! Das reicht! Ich stelle die Fragen. Genau. Herodotos, was soll der Trubel? Der Hund hat mich beklaut! Du Schwein! Ich komme aus einer ehrbaren Familie! Nur ein elender Ionier würde stehlen! Ich sagte Herodotos! Genau, Schnauze! Ja. Offenbar wurden die Schatzkammern der beiden aufgebrochen und ausgeraubt. Aha. Gegenseitig. Wenn es ein Einbruch war, wieso verdächtigt ihr euch gegenseitig? Weil dieser... Hier geht es ums Blut. Makar stammt aus einer angesehenen dorischen Familie. Mächtige Krieger, wenn auch eher schroff. Leleks Familie dagegen sind Ionier. Eine lange Linie von Künstlern und Philosophen. Du meinst wohl Schürzenjägern? Beide Stämme sind wichtig. Gesprochen wie ein echter Ionier. Sehr unwahrscheinlich, dass sie sich gleichzeitig gegenseitig ausrauben. Du musst herausfinden, wer sie bestohlen hat. Ich glaube auch nicht, dass sie sich gegenseitig ausgeraubt haben. Trotz all ihrer Probleme haben sie den Olympischen Frieden stets geachtet. Genau. Ich finde heraus, was passiert ist und wahre den Frieden. Beweise Makars Schuld und ich belohne dich reich. Und ich belohne dich, wenn du Leleks doppelzüngiges Spiel beweisen kannst. Naja, es war keiner von und euch. Was, wenn es keiner von euch war? Dann... belohnen dich beide. Nur genau. Einverstanden. Gut, also wird es niemand von beiden gewesen sein, weil dann kriege ich ja mehr. Na, schauen wir mal. Ich glaube auch nicht, dass die das gegenseitig waren. Dann wären sie ja schön blöd. Ich klaue dir das, was du mir vorher geklaut hast und danach klaue ich dir das wieder zurück, oder? Nee. So, was ist hier los? Hast du was gesehen? Nein, nee, gar nichts. Weit weniger als gar nichts. Ist klar. Also hast du was gesehen? Tja, nur wenn Fackeln auch zählen. Aber sie haben sich angeschlichen. Oh ja, das müssen mindestens 30 gewesen sein. Fackeln schlichen sich an dich heran? Falls es 30 waren, wieso ist dann der Boden nicht platt getrampelt? Rehledersandalen, sehr weich. Hinterlassen keine Spuren. Wie auch immer, keine Ahnung, wie viele es waren. Ich war bewusstlos. Sag die Wahrheit, sonst prügel ich sie aus dir heraus. Bist du der Dieb? Nein, bitte. Wirklich, ich war's nicht. Ich bin eingeschlafen, hab rein gar nichts gesehen, außer Fackeln. Und du bist ihnen nicht gefolgt? Ich wollte meinen Posten nicht verlassen. Du wurdest doch schon beraubt. Wenn ich meinen Posten verlasse, kriegt man mich wegen Pflichtverletzung dran. Dann halte meine ich dich Güte. Nicht länger auf. Die Gräber wurden geöffnet. Keine Spur von Gewalteinwirkung. Eine Notiz. Nimm so viel du tragen kannst und triff mich bei den Ruinen, wo wir uns zum ersten Mal geliebt haben. Bald sind wir frei. Ja. Mitte des Tals Olympia, verwüsteten Haus von Uya im irgendwas. Tal von Olympia. Verwüsteten Haus von Uyo. Also da. Gut, dass ich da ja schon mal war. Waren ja zwei Leute. Aber mit denen konnte man sich halt nicht. Ich habe vor der Stadt gehört. Und dem Wachmann zufolge zogen die Fackeln in eben diese Richtung. Ja, man konnte sich halt nicht mit denen unterhalten oder die wollten halt auch nichts einem erzählen. Und
Aber doch wieder irgendeine Liebesgeschichte. Phobos. Komm schon. Du alter Esel. So, wer hat da wieder mit wem? Über was? Also auf jeden Fall waren sie es nicht gegenseitig. Das ist schon mal so klar. Also ihr Diebe, endlich habe ich euch. Bitte, wir sind keine Diebe. Und doch erwische ich euch hier mit Diebesgut. Du verstehst das nicht. Das gehört rechtmäßig uns. Es ist unser Erbe. Wie kann all dies euch gehören? Es gehört unseren Familien. Wir haben ein Anrecht darauf. Wenn es euch gehört, wieso wartet ihr nicht? Wieso stehlt ihr es jetzt? Wir wollten ein neues Leben. Eines, in dem wir frei sind und unsere Liebe nicht im Schatten verstecken müssen. Ah, wer seid ihr eigentlich? Das sind meine Tochter und sein Sohn. Vater! Und so dankst du mir, dass ich dich großgezogen habe? Indem du mit der Lendenfrucht meines Todfeinds davonrennst! Dieser Raub hat euch zusammengeschweißt. Lelex, Makar, ihr habt zusammengearbeitet, um diesen Diebstahl aufzuklären. Eigentlich hat es uns die Wache erzählt. Und seine Familie raubte mir mein Geld. Und deine, meines. Aber überlegt doch mal, was ihr gemeinsam erreichen könntet. Du bist eine Söldnerin. Erfülle deine Pflicht und töte die Diebe. Ich werde dich reich entlohnen. Vater, nein! Ganz genau. Ich verdopple Makars Belohnung. Tu, wofür du angeheuert wurdest. Von ihrer eigenen Kinder? Fleisch und Blut töten? Wir haben noch andere Kinder. Also, bist du eine Söldnerin oder nicht? Ich schlachte keine Unschuldigen ab. Eure Familien hätten eine bessere Zukunft, ohne euch beide zu erwarten. So. Die ging mir auf den Nerv. Ich wollte nicht, dass es so weit kommt. Doch nun können wir eine neue Zukunft für unsere Familien schmieden. Erbaut auf Liebe. Genau. So. Ich wünsche euch viel Glück. Und nun ist Ruhe. Drachmen der Liebe. Und ich habe halt schon wieder Kopfgeld. Brauchen wir schnell eine brennende Waffe. Scheiße, helft mir! Und dann hätte ich dich Söldner auch. So, ich mache euch alle platt. Ihr Söldner.
Traut euch nur hierher. Was haben wir jetzt noch? Da ist noch eine Queste. Mal schauen, was da los ist. So, wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Da unten. Wupp, in den Haufen voller Blumen. Grüßen. Söldnerin, wie wär's mit einem Blick in die Zukunft? Na klar. Danke. Ich wüsste gern, was die Mäuren für mich bereithalten. Sehr gut. Ja, das würdest du. Jeder möchte seine Zukunft vom großen Uso erfahren. Also, wie wird sie? Ich sehe große Dinge. Zum Beispiel? Die da hinten beklaut mich doch. Und morgen wird ein wirklich sonniger Tag. Danke, danke. Empfiehl mich weiter. Was ist bloß aus den Spielen geworden? Mhm. Jeder ist hier nur auf Drachmen aus. Malaka, meine Drachmen! Hey! Haltet die Dieben! Hey, Dieben! Sie sah aus wie Phoebe und war ebenso geschickt. Das kann aber eigentlich nicht sein. Gassenläuferin. Kann ich hier nicht einfach einen Pfeil hinterher schießen? Hey, komm sofort zurück, Dieben! Eine Straßendiebin, genau wie Vögel. Komm. Du hättest mich fast abgeschüttelt, aber ich hab dich. Gib sie her. Was soll ich hergeben? Meine Drachmen. Gib sie zurück. Hier, bitte. Tu mir nicht weh. Die haben mich dazu gezwungen. Ich wollte das nicht. Ehrlich. Naja. Gute Schauspielerin. Ich tu dir nicht weh. Versprochen. Aber der Hauptmann bestimmt. Hauptmann? Ja, genau. Er zwingt uns zu solchen Sachen. Uns? Mich und die anderen Straßenkinder. Wieso lässt er euch stehlen? Wegen der Drachmen, Dummerchen. Du solltest höflicher zu Erwachsenen sein. Wieso? Was haben Erwachsene je für mich getan? Du hast recht. Klingt so, als müsste ich mit dem Hauptmann reden. Nicht reden. Verprügel ihn. Er nahm mir sogar die Kette meiner Mutter ab. Ich krieg sie nur zurück, wenn ich für ihn stehlen gehe. Sie war alles, das mir von ihr geblieben ist. Ich hole dir deine Kette. Warum solltest du? Du erinnerst mich an jemanden. Jemand ganz Besonderen. Und um so jemanden muss man sich ja kümmern. Er treibt hier die Kinder dazu an, für ihn stehen zu gehen. Ja, ganz ein netter Typ. Phobos? Wir haben was zu tun. Wir müssen einen Hauptmann entsorgen. Ella. Gehen wir erstmal in das Gebüsch und schauen uns dieses Lager mal ein bisschen genauer an. Ist auch der Typ, der das Kopfgeld auf mich ausgesetzt hat. Steht noch einer. Gut, das hält sich ja in Grenzen. Lasse mir nicht von Straßen, sondern sagen, dass ich keine Zelle.
Ganz netter, der Hauptmann. Da steht auch noch einer rum. Das war natürlich jetzt mit dem Feuer etwas doof. So, ich glaube, Hauptmann, du hast ausgedient. Er hatte sie bei sich. Ich sollte zurück zu Meyer. Dann erledigen wir das Lager aber auch noch schnell. Na komm. Schnell einen Verband drum machen. Blut ein bisschen. So. Die Kriegsvorräte noch weg. Und jetzt haben wir noch einen Schatz. Das war knapp. Doch ein bisschen Aua gemacht. Aber na gut. So. Das ist der Kerl, den ich auf dem Markt gesehen habe. Er muss da mit drin stecken. Bitte, ich wollte doch nur den Kindern helfen. Verschone mich. Ich glaube Besserung. Ich kümmere mich um. Raus mit euch, Kinder. Lauft, ihr seid frei. Phobos, wir reiten weiter. Ab. Und los. Warum liegt da eine Wache? Keine Ahnung. Grüßen. Ich habe etwas für dich. Dein Kettchen. Danke, danke, danke. Was ist mit Alopex geschehen? Du weißt schon, der Junge, der dich abgelenkt hat, als ich deinen Geldbeutel stahl. Ich habe ihn verschont. Er versprach, dir und den anderen zu helfen. Gut, ich mochte ihn eigentlich. Er hat sein Essen mit uns geteilt und ist für uns eingestanden, als der Athena uns schlecht behandelte. Dir wird es gut ergehen. Bis bald. Danke, dass du uns vor dem Athena gerettet hast. Jetzt können wir unser Diebesgut für uns... Jetzt können wir unser Diebesgut für uns behalten. Alles klar. Na gut. Haben wir wieder was gemacht. Wir haben zumindest ein kleines Mädchen geholfen, auch wenn sie jetzt weiter stiehlt, aber halt für sich selber. Gut, ich mache an der Stelle erstmal Schluss. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder, wenn wir hier die nächsten Aufgaben machen. Wenn es gefallen hat, denkt wie immer ans Däumchen. Und bis dahin, macht's erstmal gut.